Hallo, ich bin Daniela, eine Strickdesignerin und Besitzerin des Wollgeschäfts Maschenkunst. Und wir werden heute lernen, wie man Patentmuster mit zwei Farben strickt. Zum Patentstricken solltest du schon ein bisschen gewandt sein, also mit einer Farbe. Wir werden heute noch die zweite Farbe nämlich dazu nehmen. Ich werde dir zeigen, welche Materialien du sonst brauchst, welche Garne sich eignen, welche Stricknadeln, was man sonst noch gebrauchen kann. Wir lernen ganz viele verschiedene Musterarten, also wie man Abnahmen und Zunahmen macht, wie man das Ganze anwendet, um eigene Muster zu kreieren. Und natürlich werden wir auch deine Lieblingsmuster umwandeln in ein Patentmuster, und zwar ein zweifarbiges Patent. Dieser Kurs ist für Fortgeschrittene, das heißt, mach dir ein Tässchen Kaffee, setz dich hin, bring ganz viel Ruhe, und ich hoffe, wir sehen uns gleich.